So, ich darf dann die letzten anderthalb Stunden gestalten und etwas über die Praxis der biologischen Krebsmedizin mit Ihnen besprechen. Wir haben ja das Problem, dass es nach wie vor eine leitlinienorientierte Schulmedizin gibt und die sich auch in der Krebstherapie etabliert. Sie haben ja schon gehört, heute Morgen St. Gallen, die Leitlinien in Behandlung des Brustkrebses. Und wir haben auf der anderen Seite eben den ganzheitlichen Ansatz, das heißt also beim Krebspatienten die Regulation wiederherzustellen, Störfelder aufzudecken und zu sanieren. Ich sage das immer den Patienten, wir müssen versuchen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Die Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass letztendlich die Erkrankung Krebs entstanden ist. Das gehört zur biologischen Krebsmedizin, aber zur biologischen Krebsmedizin gehört auch natürlich das Geistige und Seelische mit in die Behandlung einzubeziehen. Wichtig ist natürlich auch der Glaube, dass der Patient das Gefühl hat, hier bin ich gut aufgehoben und was der Arzt oder Therapeut macht, das hilft mir. Und das ist sinnvoll. Ich habe das Gefühl, dass es sinnvoll ist. Ich habe vor 2 Wochen kam eine Krebspatientin zu mir mit einem multifokalen Mammakarzinom. Ich habe sie dann zum Gynäkologen geschickt in die Klinik, um eine Biopsie zu machen, um das Mammakarzinom zu sichern. Und das Ergebnis war eben multifokales Mammakarzinom. Und der Kollege aus der Frauenklinik empfahl Chemotherapie neoadjuvant, das heißt also zur Verkleinerung des Tumors. Eine Patientin saß mir gegenüber und sagte, ich habe solche Angst vor der Chemotherapie, ich weiß nicht, ob ich das mache. Und da habe ich gesagt, da lassen Sie aber die Finger davon. Ne? Wenn Ihre innere Stimme sagt, das will ich nicht, das lehne ich ab, dann sollte man das auch nicht tun. Man sollte nie gegen die Überzeugung eines Patienten therapieren. Es geht immer schief. Und ich habe ihr gesagt, nehmen Sie sich noch ein paar Tage Zeit. Ich erkläre Ihnen, wenn Sie sich doch für die Chemotherapie entscheiden wollen, wie die Nebenwirkungen sind. Die sind natürlich nicht unerheblich. Das sogenannte FEC-Protokoll. Und ich bin ziemlich sicher, dass Sie, wenn Sie nächste Woche, also morgen kommt, dass Sie Nein sagen wird. Und das muss man akzeptieren, einfach auch vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass letztendlich durch die Chemotherapie, Sie haben es heute Morgen von der Frau Simon gehört, dass nur ein ganz kleiner Teil von Patientinnen, auch beim Mammakarzinom, von der Chemotherapie profitiert. Andererseits kann ich Ihnen sagen, ich hatte eine Patientin mit relativ großen Brüsten. Hier war, diese Patientin hat kleine Brüste. Da kann man natürlich viel leichter auch eine Ablatio machen und dann eine Aufbauplastik machen. Und diese Patientin mit den großen Brüsten, den konnte ich durch eine Chemotherapie, die sehr gut bei ihr ansprach, den Tumor massiv verkleinerte, die Brust erhalten. Ja, es musste nicht abladiert werden. Hat also auch Vorteile. Man muss es immer gegenüberstellen und mit dem Patienten abstimmen. Aber dazu muss der Patient eben wirklich alle Informationen haben, die es gibt. Das heißt, eigentlich müssen Sie versuchen, das Standardwissen, was wir heute haben, was die konventionelle Therapie anbetrifft, dem Patienten zu vermitteln. Dazu ist man auch verpflichtet, gerade wenn man komplementäre Therapieverfahren anwendet, fordern die Gerichte von uns eine besondere Aufklärungspflicht. Und der sollte man nachkommen. Nun mache ich das ja schon relativ lange. Und ich war 1987, 88 wegen der Erkrankung meiner Mutter, von der ich heute erzählt habe, in Helsinki bei Thalberg. Und Thalberg war derjenige, der mit Impfstoffen
gearbeitet hat, und zwar mit autologen Impfstoffen. Das heißt, er hat aus dem Material des Tumors Impfstoffe aufbereitet und das den Patienten dann intrakutan, nicht subkutan, mit einem Adjuvans, also einem Immunstimulans, appliziert. Und ich konnte mich bei Thalberg überzeugen, dass viele seiner Patienten teilweise mehrfach metastasierende Tumore, Magenkarzinome, also sämtliche Tumorentitäten vertreten waren, die er zeigen konnte, dass da es Kasuistiken gab, das hat nicht bei jedem funktioniert, aber es Kasuistiken gab, die er eben durch diese Therapie, durch das Impfen mit autologer Tumorvakzine heilen konnte. Und ich habe Ihnen hier mal, wir wollen ja über die Praxis reden, ein paar ältere Fälle von mir mitgebracht. Das ist eine Patientin, die wurde 86 an einem Rektumkarzinom operiert. Es war ohne Lymphknotenbefall und 87 hatte sie dann einen CEA-Anstieg, also der Tumormarker ging hoch und es wurde ein Leberherd im rechten Leberlappen festgestellt, den also jemand als Hämangiom ansprach, unverständlicherweise. Und erst viele Monate später erfolgte dann die Punktion dieses Herdes mit Nachweis von Tumorzellen und der Herd wurde resiziert durch eine Lappenresektion und anschließend war die Patientin zur stationären Behandlung bei Kollegen Dauwes und hat also so das Spektrum der komplementären Therapie bei ihr durchgeführt, inklusive Mehrschritttherapie. Und dann trat, und das hier am August 88 war die OP, Oktober 88 die Nachsorge. Und während dieser Nachsorgebehandlung bei Kollegen Dauwes trat in der Narbe eine Metastase auf. Und der Dauwes rief mich an und sagte, wollen Sie da einen Impfstoff draus machen? War natürlich aus der Narbe leicht zu exsidieren. Das wurde gemacht. Ich habe daraus einen Impfstoff aufbereitet, was ich bei Thalberg gelernt hatte. Und Herr Dauwes hat also eine Chemotherapie bei ihr durchgeführt nach dem sogenannten Machiavelli-Protokoll, von dem wir heute wissen, dass es eigentlich sehr wenig Effekt hat. Ich habe sie damit geimpft und habe ihr zusätzlich Indomitazin und Cimetidin gegeben. Komisch, ne? Ein Schleimhautmittel gegen Magenulkus und ein Mittel gegen Rheuma. Jetzt könnten natürlich schlaue Menschen sagen, der hat Indomitazin gegeben, weil die Schmerzen an Cimetidin, um Magengeschwür zu verhindern. Ne? Hat er natürlich nicht gemacht. Sondern das Indomitazin ist ja ein Zyklooxygenase-Hemmer wie Aspirin oder Voltaren, also Diclofenac auch. Und wir wissen heute, dass Tumore sehr viele Prostaglandin E2 synthetisieren, das wussten wir damals aber auch schon. Und sie hatte diese Prostaglandine sorgen dafür, Prostaglandin E2 mit anderen Zytokinen, die ich noch zeigen werde, dass die Suppressorzellen im Immunsystem hochgeregelt werden. Und das hatte ich bei ihr gemessen und sie hatte eine massive Erhöhung dieser Suppressorzellen und deswegen das Indomitazin, um eben die Prostaglandinsynthese zu hemmen. Cimetidin ist ja der erste saure Blocker gewesen. Der blockiert nicht nur die Säure, sondern der blockiert auch Suppressorzellen. Und das wussten wir schon seit den 80er Jahren. Sie werden gleich noch sehen, das hat noch viel tollere Eigenschaften bei Krebs, dieses uralte Magenmittel. Und deswegen habe ich damals schon aufgrund dieser Erkenntnisse, die wir hatten, Cimetidin gegeben. Dann hat sie, um nochmal Juni 89, dann wenige Monate später, hatte sie eine Metastase oberhalb der Symphyse, aber auch relativ oberflächlich, und die ich dann wieder als Impfstoff aufbereitet habe, weil, und das gleich als Einschub, wenn sie ein Tumormaterial aufarbeiten, daraus einen Impfstoff machen, bedeutet das ja noch lange nicht, dass sie in diesem Tumormaterial alle Tumorantigene enthalten sind, gegen die sie sensibilisieren müssen, also das Immunsystem sensibilisieren.
Und ich habe damals von Thalberg gelernt, er sagte, metastasiert der Patient oder die Patientin erneut, musst du versuchen, diese Metastase auch wieder zu bekommen, um eben daraus eine Vakzine zu machen. Das habe ich gemacht, sodass wir also jetzt schon zwei verschiedene Impfstoffe hatten. Und was passiert beim Impfen? Beim Impfen ist es also so, dass man diese Tumorantigene aufbereitet. Ich erspare Ihnen jetzt das technische Verfahren, ist aber gar nicht so kompliziert. Diese Antigene werden von sogenannten antigenpräsentierenden Zellen aufgenommen und dann an ihrer Oberfläche gezeigt. Das heißt, diese Zelle hier ist übrigens eine dritte Zelle, die tut so, als ob sie eine Tumorzelle wäre. Produziert Botensubstanzen, diese Botensubstanzen locken Helferzellen an und über diese verschiedenen Rezeptorenkontakte, auch da erspare ich Ihnen die Namen, kommt es zu einer Aktivierung der Helferzelle, die ihrerseits bestimmte sogenannte zytotoxische T-Lymphozyten aktiviert. Und diese zytotoxischen T-Lymphozyten können Tumorzellen attackieren, wenn die Tumorzellen MHC exprimieren. Das ist leider nicht immer der Fall. Die können übrigens auch, und das ist eine ganz wichtige Anmerkung, die können auch Säuremäntel durchstoßen. Das heißt, normalerweise eine Killerzelle, eine natürliche Killerzelle kann das nicht. Diese Zelle kann das. Sie kann also auch Tumorzellen erreichen, die sich mit einem Säuremantel umgeben haben. Und die haben noch einen Vorteil, die können nämlich Gedächtniszellen bilden. Der einzige Nachteil, den die haben, ist, sie können Tumorzellen nur dann erkennen, wenn sie das Eigenantigen exprimieren, sprich das MHC oder HLA. Antigen. Das ist leider bei Tumoren oft nicht der Fall. Ansonsten haben diese Zellen nur Vorteile, weil wenn Sie damit den Patienten einmal sensibilisiert haben, diese Zellen hier sensibilisiert sind und irgendwo taucht eine Tumorzelle wieder aus dem Knochenmark auf, sind diese Zellen in der Lage, über die sogenannten Gedächtniszellen oder neudeutsch Memory Cells die Killerzellen hier wieder zu aktivieren, die dann sofort wieder die Krebszelle attackieren können. Also die haben eine Gedächtnisfunktion und Sie werden sehen, diese Patienten bleiben dann auch wirklich tumorfrei. Diese ganze Tumorvakzinetherapie war sehr, sehr umstritten. Thalberg hat zwar Studien gemacht, die waren aber nicht nach GMP-Kriterien und so weiter. Und dann auf dem 2000 kam eine Publikation von Harris, der sagte, die ganze Impferei bringt nichts, zunächst mal. Dann hat er gesagt, aber interessanterweise gab es bei uns eine Untergruppe, wenn die eine Hautreaktion auf die Impfung zeigten, überlebten 45% der Patienten mit Darmkrebs. Das sind die fortgeschrittenen Stadien. Wenn die keine Hautreaktion hatten, starben die genauso wie die Kontrollgruppe, die nicht geimpft worden war. Da merken Sie, wer solche Studien macht, das sind Onkologen, die, entschuldigen Sie, von Tumorimmunologie keinen blassen Schimmer haben. Natürlich muss ich eine Hautreaktion haben, weil die Hautreaktion zeigt mir überhaupt erst an, die sogenannte DTH-Reaktion, Delayed Type Hypersensitivity, dass das Immunsystem sich mit dem Tumormaterial auseinandergesetzt hat, aber das haben die Onkologen ja nicht gelernt. Also diese Studie zeigt eigentlich genau das Gegenteil. Sie zeigt nämlich, wenn die Patienten auf den Impfstoff ansprechen und da eine Hautrötung entsteht, das können Sie sich auch merken, wenn Sie Patienten impfen mit Tumorvakzine, müssen Sie ungefähr so 1 Euro große Hautreaktion auslösen, also eine Rötung. Es wird immer streng intrakutan gespritzt, das können viele Kollegen nicht. Ja, also nicht subkutan, intrakutan. Sie müssen die Nadel silbern durchscheinen sehen durch die Haut. Und wenn Sie spritzen, muss sich an der Spritzstelle eine Apfelsinenhaut bilden. Dann sind Sie intrakutan. Wenn sich nur eine Beule bildet, sind Sie subkutan. Da wirkt das nicht, weil intrakutan sind die dendritischen Zellen, die diese Antigene aufnehmen. Gut, die Studie aber, den ganzen Saal zum Schweigen brachte, ich war damals dabei, hier ECCO steht für Europäischer Krebskongress, das war die Studie von Vermorken, der die auf diesem Europäischen Krebskongress vorgestellt hat, und er konnte nachweisen, dass durch das Impfen mit autologer Tumorvakzine die Rückfallrate um 43% abnahm
und die Sterblichkeit um ein Drittel. Und zwar, wenn man also alle Patienten nahm, aber auch besonders profitierten Stadium B-Patienten. Und diese Studie ist deswegen so bemerkenswert, weil die Chemotherapie in diesen Stadien bringt 5%. Ja? Gucken Sie mal, was das Impfen bringt. Ne? 32%. So. Und in diesem Jahr, im Januar, findet jedes Jahr im Januar ein Onkologenkongress statt, der nennt sich Onco-Update. Und da ich ja zu der Gilde gehöre, erscheine ich also da auch jedes Jahr. Und es wurde über den Darmkrebs gesprochen, aber nur über Chemotherapie und Antikörpertherapie. Und da bin ich aufgestanden, weil der Referent war der Professor Herrmann, das ist der Chef von der Onkologie der Universität Zürich, und habe gesagt, ich würde gerne mal einen neuen Aspekt in die Diskussion bringen. Ich behandle seit 30 Jahren Patienten mit Darmkrebs. Alle meine Langzeitüberlebenden sind Patienten, die mit autologer Tumorvakzine behandelt worden sind, was hier überhaupt nicht thematisiert ist. Worauf der Herrmann zu mir sagte, da saßen 800 Onkologen, davon verstehe ich nichts. Und außerdem gibt es ja keine Studie. Da habe ich gesagt, da muss ich Ihnen leider widersprechen. Der hat übrigens hier 2001 nochmal publiziert, die Daten sind fest. Und dann sagte der Chairman, ja, ich denke, die Herren können die Diskussion draußen fortsetzen. Das bedeutet, abwürgen. Ne? Der Kongress wird gesponsert von Merck, Roche und so weiter. Und da wird nur über Chemotherapie gesprochen oder über Antikörper, damit, wo man also viel Geld verdienen kann, aber eben nicht über solche Daten. Und die sind validiert. Und das ist eigentlich schade. Mein Tipp für Sie, immer dann, wenn Sie einen Patienten präoperativ sehen, egal welchen soliden Tumor dieser Patient hat, sorgen Sie dafür, dass Tumormaterial eingefroren wird. Ein Kubikzentimeter genügt, bei minus 18 Grad, das ist der 3-Sterne-Tüfkelfach, bei der Hausfrau ist völlig ausreichend. Und dann kann der Patient in Ruhe entscheiden, nach der Operation, ob er geimpft werden will oder nicht. Ist das Material im Formalin gelandet? Der Chirurg nimmt ja den Tumor, ne, steckt dann in die Formalindose für den Pathologen. Dann ist es vorbei. Das heißt, es muss nativ, ohne Zusätze, in ein steriles, trockenes, verschließbares Röhrchen, findet man in jedem OP, muss das Tumormaterial etwa 1 Kubikzentimeter, also hier so Fingerkuppe, ist ausreichend. Da kann man Impfstoff für diese Patienten draus machen. Der zweite Tipp ist, geben Sie allen Patienten perioperativ Cimetidin, also vor der OP, 5 Tage vor der OP. Und hier steht zwar 2 Tage, das hängt mit der Studie zusammen, und er soll das so lange nehmen, bis er wieder zu Hause ist und bei Ihnen ist. Weil das Cimetidin verhindert, dass Krebszellen, die bei der Operation freigesetzt werden, dass diese Krebszellen an der Gefäßwand sich anheften können. Die sogenannten Adhäsionsmoleküle oder CD44-positiven Adhäsionsmoleküle